Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS22 BG Hof. Mit dabei haben wir den Schweizer, den Darky und den Darky. Hallo Paki. Hallo. Hallo. Patti ist auch dabei. Patti ist auch dabei, ja. Eine Frage, was passiert bei dir? Also, die Ballen stehen ein bisschen komisch. Da bist du gar nicht Schweizer. Macht ihr das? Das ist aber das Problem seit dem Patch tatsächlich. Ich glaube, wir haben die ja noch vor dem Patch aufgeladen, ne? Oder gepresst zumindest. Also ich hatte das auch auf der, auf dem Feldversuch hatte ich das auch, die Probleme mit den, jeglichen Ballen. Sind die fest drauf? Weil jetzt habe ich einen abgeladen. Nicht hier, bei mir, mein Freund. Und bei mir steht jetzt nichts mehr, dass ich jetzt einen abgepikst habe. Aufgepikst. Und jetzt wieder die zweite hinten. Habe ich jetzt auf die Gabel, 9000 Liter. Also bei mir ist die Gabel leer. Ja, bei mir auch. Gut. Wunderbar, du machst das, ich sehe das. Wo ist denn mein Traktor? Warum ist denn mein Traktor? Den habe ich aber nicht abgestellt. Naja, so, was haben wir heute zu tun, Männer? Was sagen denn die Missionen eigentlich? Oh, zweimal abgeschlossen. Kann ich das zurückgeben? Könntest du mal gerne. Ja. Also liegt auch ein Ball mitten im Weg. Ja, das ist auch der einzige, wo ich sehe von all denen, die hier auf dem Anhänger sind, waren. Okay, was sagen denn unsere Felder? Was müssen wir denn machen? Feld 59 muss gepflügt werden. Ich komme! Wo soll denn die Presse hin? Das muss der große Boy machen. Keine Ahnung. Warte mal, ich muss mal gucken. Ob es Kalk benötigt? Nö. Wurde gemulcht. Doch, braucht auch noch Kalk vorher. Darky! Kalk, ja. Boy! Kalke! Ja. Im Standbild. Du, Darky, da ist ein Ballen. Ach so. Du, Darky? Ich stehe auf dem Ballen. Du stehst auf dem Ballen, du musst da runterfahren wieder. Einmal mit Profis. Nur da, einmal. Da liegt kein Ballen bei mir. Bei mir auch nicht, aber die Optik sagt, da liegt ein Ballen. Na gut, meine Millisekunden sagt mir das Standbild. Ach, hast du die Woche die Probleme, die ich letzte Woche hatte? Ja, Schweizer ist vom Server gefallen. Schweizer, verlass uns doch nicht. Letzte Woche hatten wir auch die Probleme, dann hatten wir nur 3 Folgen aufnehmen können. Danach ging gar nichts mehr. Also ich springe gerade zwischen 20 und 3000 Millisekunden hin und her. Nee, das hab ich nicht das Problem, muss ich gestehen. Nein, ich hab heute aber auch wieder 40 MS. Also ich kann euch sagen, unseren Kühen geht's gut. Die liegen hier schön in der Sonne auf der Weide. Wie seht ihr diese Ballen? Bei mir liegen sie jetzt rund um den Anhänger rum. Die liegen auf dem Anhänger rum. Du, ich bin unterwegs auf Feld 59 gleich. Kalken müssen wir vorher. Ja, ich bin der Flugboy, ne? Also. Da ist der Anhänger jetzt leer. Ich hab 2000 Millisekunden, ich kann nicht rückwärts einparken. So. Darky! Irgendwann klappt schon. Darky! Werner, mach die Cheerleader für Darky. Ja. Was? Ich wedel hier rum in Wilder. Ah, haben wir denn was für Kalk? Was? Haben wir was für Kalk und wenn ja, wo? Miststreuerchen. So, zweite Teil der Frage. Am Hof. Und Kalk kannst du kaufen? Am Shop. Nee. Wir haben Kalkstation hier auf der Karte verbaut, mein Lieber. Sehr, sehr gut. Und zwar bei Feld 36, da hast du so ein Kaufstationsgedöns. Sie muss ja links, glaube ich. Jawohl, jawohl. Stopptafel. Er hat ihn denn zum Hof gebracht? Warum? Ich finde ihn nicht. So groß ist unser Hof jetzt auch nicht, sag ich. Oh, da steht noch was am Händler. Steht da noch am Händler? So rein Tür praktisch. Futtermischwagen und Ballenauflöser steht da noch. Ach, ein Mutterwischwagen. Mutterwisch. Ein Mutterwisch. Mutterfisch, oder? Na, irgendwie sowas.
Daki! Ich such nach den da. Werner ist schon ganz arbeitsgeil. Bin schon gleich da und kann nicht anfangen. Ja, du musst auch das richtige Gerät nehmen und nicht das, was jetzt ist. Mir wurde gesagt, ich hab den starken Traktor, ich muss pflügen. Wo muss ich jetzt hin? 59. Aber erstmal nach Feld 39, dort ist das mit dem Kalkgedöns, Aufladegedings da. Oh, 39? Bei 39, ja. Das Feld sieht aus, Alter. 36. 36. Will die Kalk muss geflügt werden? Anders. Ja. Okay, also der Flug ist schon mal da. Ich habe Verzögerung. Mhm. Aber oh, ich könnte mich erstmal um die Kühe kümmern, weil die haben bestimmt ein bisschen Hunger. So, Kühe, warte mal, wie sieht denn das jetzt hier aus? Da steht Party rum und macht nichts, man kennt's. Moment, ich mach grad was Schönes. Schweizer? Ja. Baust du deinen Traktor gerade aktuell? Nein. Dann nehme ich den in den Kurs und hol den Mutterfischwagen. Jo, nur zu. Ich hab was gebaut. Oh nö, nicht in Kerker, oder? Oh doch. Wir haben noch kein Geld. Oh. Wollten wir nicht was kaufen von dem Geld? Ich weiß nicht mehr was. Rübenzeug? Aber da brauchen wir über 100.000 auf alle Fälle. Naja, da fällen die 4.500 Euro jetzt nicht auf. Doch. Och. Machst du nicht Seite? Was macht nichts. Ob das nicht ich oder Werner ist, das ist doch jetzt eigentlich egal. Ich bin ganz brav geworden. Aha. Seit wann? 2022. Hallo? Jemand die Million ausgegeben hat. Ja, irgendwer muss die ausgeben und da ihr euch immer dagegen sträubt, ne? Irgendjemand muss hier im Projekt das Zepter in die Hand nehmen und mal durchziehen. Mhm. Du hast meine falsch Begeisterung gefahren. Wo stelle ich denn das Gerät hin? Oh nein, ich muss gleich niesen. Oh. Jetzt bin ich zu Feld 39 gefahren. Danke, Party. Sag mal, was machst ihr denn? Also. Maki 36. Schwierig. Hatten wir denn auch schon Silage im Hof? ÖMM. Müssen wir da mal eine Silage-Mission machen? Boys, ich brauche ein bisschen Silage für die Kühe. Hatten wir nicht eine eigene Wiese? Aber die war noch nicht reif. Die ist noch nicht gewachsen. Ach, die 13. Ich hätte den Weg vom Händler zum Hof viel länger in Erinnerung, aber irgendwie ist das nur zweimal, ist das hier eng. Zweimal umfallen, dann passt das. War am 19 oder so, dass du hier erstmal quer über die Karte rasen musstest, um zum Händler zu kommen. So, was mache ich jetzt? Nix, wie immer. Oh, ich stehe einfach da und sehe hübsch aus. Wie ich gebe das mit Geld aus. Toll. Heiner. Grüezi. Da steht noch ein Wagen beim Händler, den kannst du holen. Ach so, bin ja schon unterwegs. Wie hast du Geld ausgegeben, Doki? Der geht nur dreiviertel voll, der Hufstreuer, das ist doof. Warum? Weil wir Fälle mit anhaben? Ja, die mal was Richtiges kaufen können. Hallo. Ich hab den nicht gekauft. Wer hat das bloß gekauft? Mann, weißt du? Schweizer war's. Dann müssen wir nicht arbeiten. Es sieht sehr interessant aus, was du machst, Schweizer, aber ich sehe da keinen Erfolg, muss ich sagen. Ich schon. Okay. Ich gucke es aber trotzdem noch wegen einer Mission für Silageballen. Das wäre schon gut, ne? Mhm. Hat mir irgendwie regeltechnisch was gesagt, dass wir das nicht nutzen? Nee, ne, haben wir nicht gesagt. Was? Ja, dass wir die Maschine mitmieten? Ja, ne? Können wir, nee, geht doch können gar wir nicht mehr. Stimmt. Presse das und wickel das zu Ballen. Was haben wir denn hier alles? Lass uns mal gucken. Alles. Wir haben alles, ja dann. Go for it. Wohin muss das? Viehhandel, BGA, Viehhandel. Wobei das ist Heu. Gibt es diesen BGA-Bug noch? Ah, das wäre Bug-Using, wenn man das macht. Nö, gibt's nicht mehr. Hat schon mal nö gesagt eigentlich?
ist Ausnutzen einer Spielmechanik. Das ist Ausnutzen einer Spielmechanik und das geht immer noch. Ist der Fermenter voll? Ist die Mission abgeschlossen? Wer ist hier durch die Rüben gefahren? Upsi. Es hat geleckt. Ich natürlich hat es geleckt, weißt du. 43. Okay. Ich nehme die 43 an, das ist, ja, das ist wieder mal das Größte, ist klar. Das ist was anderes. Ich kann halt nichts machen. Schweizer, brauchst du deinen Traktor? Nachher ja. Ja, gut. Party! Was möchtest du? Du kannst mähen gehen. Ach, du hast keine Fronthydraulik, ne? Mal, Alter, wie viele Leute spiele ich hier zusammen, ey? Hallo. Ich wusste schon, warum ich die Fronthydraulik nicht konfiguriere. Ja, dann nimmst du halt nur Heck. Ist auch kein Problem. Wie stelle ich den Wagen hin? Lass dir doch gleich mal einen Ballen geben und dann gleich mal einstreuen bei den Kühen, bitte. Weiter, mach mich voll. Freund. Bender, kannst anfangen zu flügen. Bad. Der was? Bedauer, wenn auch. Gewicht war nicht schlecht gewesen. Naja. Was für ein Luxusartikel vom Gewicht, weißt du? Ja. Nein, bist du. Ich kann auch zu dir kommen. Irgendwie macht er das nicht so sauber, wie ich mir das vorstelle. Aber Patti! Ja, Werner. Wenn du fertig bist mit dem Einstreuen, kannst du mal den Steinsammler schnabulieren und hier hochkommen. Aber gerne, das ist eine meiner leichtesten Übungen. Schnabulieren, ne? Ja. Nein, mit dem Steinsammler. Leg das ja auf den. Hallo! Wir können auch. Naja. Ich sag jetzt lieber nicht. Ich glaube, dass der Stall auch die Ball nimmt. Was? Wir haben ein Gerät dafür. Ist richtig. Machst du aber schön, Dagi, ne? Danke. Bemühe mich auch. Ja, was steht jetzt bemüht? Wenn es nicht gerade wieder Leckacht hingeht. Du bist drin geblieben. Ja. Genau wo ich gucke, weißt du. Die Millisekunden sind hochgegangen und ich habe ein bisschen eingedampft und dann habe ich schnell übergebremst. Wie ich sonst. Let's go, Papa. Warte. Ui. Oh, Baby. Komm, wo wir jetzt ran. Wir haben übrigens nicht nur, aber sehr viel Lob bekommen für dieses Projekt hier. Da wollte ich auch nochmal Danke sagen an die lieben Zuschauer, die das so gut aufnehmen. Und auch nochmal Danke sagen an die Leute, die da zwar sagen, das ist gut, was ihr macht, aber ihr könntet das doch das und das und das und das machen. Wir machen erstmal so, wie wir für richtig halten. Weil, naja. Viele Leute haben dann sich gewünscht, wieder andere Traktoren und dies und das ist doch verbuggt und so weiter. Wir haben jetzt auch für diese Aufnahmesession zwei Updates und einen neuen Mod mit reingenommen, ne? Genau. Ich glaube, der Fiat hat ein Update bekommen. Der Real Fiat Dirt. Hat ein Update bekommen, ja. Und dann haben wir den Mod mit reingenommen. Realistische Bahnübergänge, glaube ich, heißt das. Ja, genau. Der sorgt halt dafür, dass erst das Licht angeht, also rechtzeitig, und dann die Schranke runtergeht. Und wenn der Zug durch ist, geht es auch direkt wieder hoch. Die Frage ist natürlich bei solchen Mods immer, warum muss da ein Mod kommen? Ja, danke. Das hat soll ich dir was sagen? Das funktioniert. Na? Funktioniert nicht? Danke, geht runter, Zug kommt, Schranke geht hoch. Noch eins? Noch eins, da brauche ich wahrscheinlich nicht nur noch eins, sondern noch zwei. Boah, der Fiat nimmt direkt die Kalttextur auf, was da hier drauf ballert, ey. Steh ich hier im Weg? Was muss das? Nein! Was? Nein. Prügelt euch nicht. Dann nimmst du einen diesen Siegel. Ah ja, ich sehe die Ballen nicht. Hoch. Ah, jetzt sehe ich die Ballen. Also, ich habe 11.000 Liter drin, aber ich sehe keinen Ballen. Schön. Erik. Weiß ich immer noch ein Ohrwurm. Warum? Was habt ihr denn gemacht?
Wir haben uns über Hawaii-Tours unterhalten. Oh nö. Alter, mein Traktor sieht aus, ey. Na 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 na. Boah, nö. Du musst den mal waschen. Sogar innen. Ich kann kleine Kinderhände sehen. Und ich fahre schon wieder viel zu weit weg. Meine Damen und Herren, für heute sind wir erstmal fertig. Danke fürs Zuschauen, danke fürs dabei sein. Wir erwarten Patty in der nächsten Folge hier auf dem Feld. Mal gucken, ob er schafft, ob er es einrichten kann. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.